In einer Welt, die von Technologie und einer zunehmenden Digitalisierung geprägt ist, sind Smartphones und Notebooks längst zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Allein in Deutschland hat sich die Anzahl der Smartphone-Nutzer seit 2009 von 6,3 Millionen auf 67,6 Millionen im Jahr 2022 mehr als verzehnfacht. Dieser rasante Anstieg zeigt, wie stark auch generell die Produktion von IT-Hardware zugenommen hat. Doch mit dieser Entwicklung kommt auch ein ernstes Problem: der Elektroschrott. Laut dem Global E-Waste Monitor der Vereinten Nationen wurden 2022 weltweit etwa 62 Millionen Tonnen Elektroschrott generiert. Das entspricht etwa einem Gewicht von ca. 500 großen Kreuzfahrtschiffen. Diese Menge soll bis 2030 auf 82 Millionen Tonnen ansteigen. Der Elektroschrott ist dabei lediglich ein Anzeichen eines größeren Problems, die Linearwirtschaft. Dieses Modell, bei dem Ressourcen entnommen, genutzt und anschließend entsorgt werden, steht im Widerspruch zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Ressourcenknappheit und Umweltbelastung sind nur einige der Herausforderungen. Ein Übergang zur Kreislaufwirtschaft, bei der Produkte länger genutzt werden und somit Abfälle reduziert wird, ist daher dringend erforderlich. Ein solches Umdenken begann bereits mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Ziel 12 fördert nachhaltigen Konsum und Produktion zur Abfallreduzierung. Ziele 8 und 13 sind ebenfalls entscheidend. Ziel 8 setzt sich für menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein, indem es die Abschaffung von Kinder- und Zwangsarbeit anstrebt, während Ziel 13 Maßnahmen gegen den Klimawandel fordert. Die Kreislaufwirtschaft unterstützt diese Ziele durch erhöhte Ressourceneffizienz und Energieeinsparungen sowie durch die Schaffung stabiler Arbeitsplätze in neuen Bereichen wie Recycling, Wiederverwertung und nachhaltiger Produktion. Ziel ist es also, den gesamten Lebenszyklus von Hardwareprodukten zu optimieren und nachhaltiger zu gestalten. Dabei betrachten wir ökologische, soziale und ökonomische Aspekte. Die zentrale Frage lautet, inwiefern lassen sich die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus von Hardware gezielt optimieren und nachhaltiger gestalten, um von den Einschränkungen der Linearwirtschaft abzuweichen und die Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft zu fördern. Dabei untersuchen wir die Rohstoffbeschaffung, Produktion, Distribution und Logistik, Beschaffung, Nutzung sowie Wiederverwendung und Recycling von Hardware. Als Hardware betrachten wir hierbei elektronische Geräte wie zum Beispiel Smartphones, Tablets, Notebooks, Computer einschließlich ihrer Komponenten sowie externes Zubehör wie Drucker, Mäuse und Tastaturen. Schauen wir uns nun die einzelnen Phasen des Hardware-Lebenszyklus mal genauer an. Die Rohstoffbeschaffung und der Abbau belastet die Umwelt und erfolgt oft unter schlechten Arbeitsbedingungen. Ein Computer beispielsweise, bestehend aus 700 Materialien und 19 Tonnen Rohstoffen, wird oft unter problematischen Bedingungen wie Zwangs- und Kinderarbeit sowie schlechten Sicherheitsstandards hergestellt. Zudem wird enorm viel Wasser verbraucht. 20.000 Liter für einen PC und 900 Liter für ein Smartphone. Dabei kommt es oftmals zu Wasserverschmutzung und Verschwendung. Gesetze wie das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und internationale Regelungen zielen darauf ab, Umwelt- und Sozialstandards in der Produktion zu verbessern. Die Distribution und Logistik von Hardware sind mitentscheidend für Nachhaltigkeit und Effizienz. Um umweltfreundlicher zu sein, sollten Transportwege optimiert und unnötige Transporte vermieden werden. Zudem kann der Einsatz von Schienenverkehr und Elektrofahrzeugen maßgeblich dazu beitragen, Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus verringern regionale Produktions- und Lagerstätten die Transportstrecken und verbessern die Flexibilität. Schließlich kann durch die Integration von digitalen Technologien wie IoT und Blockchain Transparenz und Effizienz gesteigert werden. Die Beschaffung von IT-Hardware ist ein relevanter Schritt im Lebenszyklus dieser Produkte. Verbraucher sollten langlebige und reparierbare IT-Produkte wählen, um Ressourcen zu sparen. Seit Mai 2024 erleichtert das EU-Recht auf Reparatur die Instandsetzung von Geräten durch besseren Zugang zu Informationen und Ersatzteilen. Zertifikate wie der Blaue Engel, Energy Star und TCO Certified kennzeichnen umweltfreundliche Produkte, die energieeffizient sind und hohe Standards bei der ethischen Herstellung sowie bei der Recyclingfähigkeit erfüllen. Nun wollen wir ein paar Empfehlungen für eine umweltverträgliche Nutzung von Hardware weitergeben. Eine regelmäßige Wartung und Updates verlängern die Lebensdauer der Hardware und reduzieren somit den Bedarf an Neugeräten. Bei längeren Inaktivitätsphasen sollten die Geräte nach Möglichkeit vollständig abgeschaltet werden und Energiesparpläne genutzt werden, um Energie zu sparen und so unnötigen CO2-Ausstoß zu vermeiden. Auch Zusatzgeräte wie zum Beispiel Drucker und Monitore sollten nach Gebrauch komplett abgeschaltet werden.
Durch die Nutzung von Cloud-Diensten wird die lokale Hardwarebelastung reduziert und auf Rechenzentren verlagert, die oft energieeffizienter arbeiten. Die Wiederverwendung von IT-Hardware spielt eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Durch Refurbishing, also die Aufbereitung gebrauchter Geräte, wird ihre Nutzungsdauer verlängert, Abfall minimiert und Ressourcen geschont. Plattformen wie zum Beispiel Refurbed und spezielle Aufbereitungsfirmen fokussieren sich darauf, refurbished Geräte nach strengen Qualitätsstandards wieder auf den Markt zu bringen. Und das wollten wir uns nun mal genauer anschauen. Wir befinden uns heute hier in Schweinfurt bei Bibinet, einem der größten IT-Aufbereiter ganz Deutschlands. Wir schauen uns heute hier das Technologiecenter vor Ort an, bei dem die Aufbereitung der Hardware stattfindet. Wir bei der Bibinet haben uns dem Thema IT-Refurbishment verschworen. Wir bereiten gebrauchte IT-Hardware auf, kaufen die letztendlich aus dem Businessumfeld auf und machen die wieder flott für den zweiten Lebenszyklus. Unsere Hauptwarengruppen sind Notebooks, PCs, Bildschirme. Die letzten Jahre hat gezeigt, dass Convertibles, Tablet und auch Smartphones, da die Nachfrage enorm zugenommen hat. Unser Fertigungsbereich ist in 5 Teilbereiche aufgeteilt. Es geht los bei der Vorreinigung. Kommen die Geräte in unseren Ausblasraum. Da werden sie erstmal vom groben Staub und Schmutz entfernt. Anschließend kommen sie in die optische Aufbereitung. Optische Aufbereitung bedeutet, die Geräte werden von unseren Kollegen eingestuft. Hat das Gerät einen Bruch, hat es einen Gehäusekratzer, einen Displaykratzer und so weiter. Und anhand von den Fehlercodes errechnet unser System automatisiert den Gesamtzustand vom Gerät. Natürlich werden die Geräte auch optisch auf dem perfekten Stand gebracht, mit internen Reinigungsvorgaben. Zum einen gibt es bei uns die softwareseitige Datenlöschung und zum anderen die maschinelle Datenvernichtung. Bei der softwareseitigen Datenlöschung arbeiten wir mit einem führenden Partner, führenden Unternehmen im Markt zusammen. Da gibt es dann quasi immer ein Reporting direkt zu dem jeweiligen Gerät mit der Seriennummer der Platte. Das Reporting wird verknüpft mit dem Wareneingangsreporting, welches der Kunde dann auch erhält. Und dort wird dann garantiert, dass die Daten softwareseitig gelöscht wurden. Und die maschinelle Datenvernichtung, es gibt Unternehmen, die sagen, softwareseitig alles schön und gut, wir wollen, dass die Daten vernichtet werden, dann müssen wir das natürlich auch durchführen, können sogar so weit gehen, unser Schredder, unser hauseigener Schredder, der auch zertifiziert ist, hat Kameras installiert, da können wir die Aufnahmen dem Kunden zur Verfügung stellen, wenn er sagt, er will das in Video sehen, wie die Daten vernichtet werden, dann bekommt er eben ein Video, wie die Daten vernichtet werden. Der Schreddergut wird dann quasi an einen Partner von uns weitergeleitet. Der Partner sortiert die Edelmetalle aus dem Schreddergut raus und führt es auch wieder der Kreislaufwirtschaft hinzu. Also unser oberstes Ziel ist natürlich, jedes Gerät wieder aufzubereiten, wieder in die Kreislaufwirtschaft zu bringen. Erfahrungsgemäß hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass wir ca. 99% aller Geräte, die bei uns reinkommen, aller Assets, wieder in die Kreislaufwirtschaft bringen können. Lediglich 1% wird dann demontiert. Heißt aber nicht, dass sie sofort in den Müll landen. Da werden die Ersatzteile rausgeholt für weitere Fertigungen. Wenn das Gerät einen Wasserschaden hat, das Mainboard defekt ist, dann ist es wirtschaftlich einfach nicht mehr sinnvoll, das Gerät zu reparieren. Dann wird es dann quasi demontiert. Das Gerät kann erst abgebaut werden und installiert werden, wenn die Tests abgeschlossen sind. Und genau solche Druckstellen, dass das Display ausgetauscht werden muss, fallen bei dem Display-Test eben auf. Auf schwarz sieht man Druckstellen nicht, sieht man aber die starken Display-Kratzer. Der nächste Test ist die Tastatur wird getestet. Das heißt, ich fahre drüber und gucke, ob er alle Anschläge hat. Wenn hier was nicht erkennen würde, wird es eine Fehlermeldung geben. Anschließend kommen die Geräte in die technische Aufbereitung. Das sind unsere Techniker vertreten. Die können jedes Gerät auseinanderbauen und wieder zusammenschrauben. Hier ist unser Ziel, dass wir erstens homogene Ware schaffen. Wir verarbeiten im Schnitt 150.000 Einheiten im Jahr. Wollen wir natürlich so wenig Artikelnummern, wie es nur geht. Dass der Vertrieb natürlich auch nachgelagert an unsere Großhändler Masse verkaufen kann, nicht nur Einzelgeräte. Zum anderen wollen wir die Geräte wieder in den Ursprungszustand versetzen. Das heißt, wir tauschen Displays, Tastaturen, Lüfter und so weiter, dass die Geräte ja technisch und optisch wieder einwandfrei sind.
Nachdem die Prüfungen optisch und technisch durchgeführt worden sind, geht es auf die Installationsbank. Installationsbank, wie der Name schon sagt, wird die Windows-Installation durchgeführt. In der Verpackung wird auch unterschieden zwischen unserem High-Class Premium-Produkt, das ist quasi das TechXL-Produkt. Die Geräte sind technisch und optisch einwandfrei. Man merkt es auch, man sieht es am orangenen Karton. Und alle anderen Geräte, die vielleicht einen technischen Defekt haben oder auch optisch so starke Gebrauchsspuren nachweisen, die kommen in die blauen Box. Wir sind ein zertifizierter Datenlöschbetrieb, zertifizierter Datenentsorgungsfachbetrieb und seit 2020 sind wir klimaneutral. Wir sind ja autorisierter Microsoft Refurbisher. Konkret heißt das letztendlich, dass wir über Microsoft für unsere Geräte Lizenzen beziehen können für einen vergünstigten Preis. Und sind da lediglich eins von drei Unternehmen in Deutschland, die das machen dürfen, die einen direkten Vertrag mit Microsoft haben. Und weltweit gibt es insgesamt nur 69 Unternehmen, die das letztendlich machen dürfen. Die Wiederaufbereitung eines bestehenden Gerätes verbraucht nur einen Bruchteil der Emissionen und des CO2-Ausstoßes gegenüber einer neuen Hardware, die letztendlich den größten Ausstoß in der Produktion letztendlich hat. Die fällt weg, wird ersetzt durch einen kleinen Anteil an Aufbereitung und damit ist jedes gebrauchte Gerät letztendlich, was wieder dem Markt zugeführt wird, deutlich ressourcenschonender letztendlich und auch energieeffizienter. Neben solchen Aufbereitungsfirmen gibt es auch Hersteller wie beispielsweise Samsung, welche Rücknahmeprogramme anbieten, bei denen alte Geräte aufgearbeitet oder fachgerecht recycelt werden. Das Spenden von IT-Hardware an gemeinnützige Organisationen oder Bildungseinrichtungen ist eine effektive Methode zur Weiterverwendung. Der Verein Angestöpselt aus Würzburg zum Beispiel sammelt, repariert und verteilt gebrauchte Computer, Laptops und Drucker an Bedürftige. Durch diese Arbeit werden wertvolle Ressourcen geschont und die Lebensdauer der Geräte verlängert. Dank finanzieller Spenden von Firmen, Organisationen und Privatpersonen sowie ehrenamtliche Hilfe werden die Geräte geprüft, repariert und gereinigt. Empfänger können die aufbereiteten Geräte über ein Kontaktformular beantragen und erhalten zusätzlich Kurse zur Nutzung. Angestöpselt fördert soziale Nachhaltigkeit und hilft, Ausgrenzung zu reduzieren. So konnten bereits viele Menschen ihre Bildungschancen verbessern. Diese Beispiele zeigen, wie durch innovative Praktiken die Lebensdauer von IT-Hardware verlängert und eine nachhaltige Nutzung gefördert werden kann. Es ist entscheidend, dass Hardware am Ende ihrer Lebensdauer an zertifizierte Entsorgungseinrichtungen wie zum Beispiel kommunale Wertstoffhöfe übergeben wird, die sicherstellen, dass alle Materialien umweltgerecht behandelt und recycelt werden. Hier unterstützen innovative Technologien wie die hyperspektrale Bildgebung und Nahinfrarotspektroskopie bei der Erkennung und Sortierung von Elektroschrott. Speziell trainierte KI-Modelle optimieren die Sortierung und Verarbeitung von Elektroschrott durch präzise Erkennung und Klassifizierung der verschiedenen Materialien. Dies ermöglicht die Wiedergewinnung wertvoller Metalle wie Kupfer, Aluminium und Edelmetalle. Die IT-Hardware-Branche steht vor der Herausforderung, ihre Produkte nachhaltiger zu gestalten. Ein Unternehmen, das hier wegweisend ist, ist Fairphone aus Amsterdam. Fairphone verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die gesamte Lieferkette ihrer Produkte nachhaltig zu gestalten. Dies schließt faire Rohstoffbeschaffung und eine innovative, modulare Bauweise ein. Diese ermöglicht nicht nur eine einfache Reparatur, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Produkte erheblich. Durch ihre nachhaltigen Praktiken konnte Fairphone im Jahr 2023 beeindruckende Erfolge verzeichnen. 28 Tonnen Elektroschrott wurden eingespart und die CO2-Emissionen um 944 Tonnen reduziert. Fairphone unterstützt seine Nutzer aktiv bei der Reparatur ihrer Geräte. Im Onlineshop können Nutzer gezielt Ersatzteile auswählen und ihre Geräte selbst warten. Die Erfolge von Fairphone zeigen, dass nachhaltige IT-Hardware möglich ist. Zukünftige Entwicklungen könnten noch stärker auf Modularität und Langlebigkeit setzen. Fairphone zeigt, wie Unternehmen durch nachhaltiges Handeln die Zukunft der IT-Hardware-Branche positiv beeinflussen können.